Hallo meine lieben Permakultur- und Waldgartenfreunde. Hier ist wieder Bernhard Gruber vom Österreichischen Waldgarteninstitut. Ich bin hier in den Grabser Bergen bei meiner lieben Freundin, der Isabel Salus, ehemalige Kursteilnehmerin bei uns in Wels. Und ich bin hier heute in ihrem Dorfgarten. Und hier schwenkt man rüber, hier haben wir sie schon, die liebe Isabel. Hallo. Ja, Isabel, erzähl uns ein wenig über euren Gemeinschaftsgarten hier. Ja, gerne. Also willkommen im Dorfgarten in Grabs in der Schweiz, in der Ostschweiz, im Rheintal. Wir haben diese Parzelle vor etwa 7 Jahren umgestaltet. Es war Wiese, ungenutzte Wiese, nur gemäht. Und wir haben sie umgestaltet zu einem interkulturellen Generationengarten. Wir haben am Anfang ganz viele Flüchtlingsfamilien mit uns mitgegärtnert, Schulklassen, Gartenkinder. Wir haben verschiedene Beete angelegt und ursprünglich war es so, dass es Gemeinschaftsbeete gab oder auch Bereiche, wo jeder für sich wuseln konnte, wie er wollte. Das heißt sehr individuelle Beete und es war ganz lange okay so und seit letztem Jahr haben wir entschieden, dass wir noch mehr auf Gemeinschaftsgarten machen möchten und bewirtschaften mit 10 Personen den ganzen Garten miteinander. Das heißt, es gibt eine Anbauplanung, wir machen Mischkultur. Was ich von der Margarete Langerhorst mitgenommen habe, anlässlich des Kurses beim Bernhard. Das hat mich beeindruckt, wie sie arbeitet mit Kleewegen, mit wirklich engen, gesetzten Mischkulturen. Und so habe ich eigentlich die Planung für den ganzen Garten gemacht. Bewirtschaftet wird er eben, wie gesagt, von 10 unterschiedlichen Menschen. Er wird belebt. Wir haben Sitzplätze. Seit diesem Jahr erstmals. Früher wurde nur geackert, jetzt wird auch gesessen und gefeiert. Was richtig schön ist, ja, es ist ein Ort, der ständig wächst, sich verändert. Wir lernen mit dem Ort und er mit uns wahrscheinlich auch. Und es macht Freude, hier zu sein, ja? Genau. Ja, herzlichen Dank, liebe Isabel. Und weiterhin ein fröhliches Gärtnern hier im Dorfgarten von Grabs. Vielen Dank.